Die Heilige Schrift hat auch Geschichten von Abhängigkeit, genauere Geschichten von Unabhängigkeit. Just like we said, our Blessed Mother depended on God and wonderful things that happened in her life. So wie die Mutter Gottes abhängig war von Gott und in ihrem Leben wunderbare Dinge geschahen. Saint Joseph depended on that dream and said, "Let it be, whatever you are saying." Der Heilige Joseph war abhängig von diesem Traum, den er hatte, und er sagt, es soll so geschehen, wie ich es geträumt habe, und so tue ich es. But in the story of the disciples, we see dependence and independence coming intermittently. Aber in den Geschichten und in den Erlebnissen mit den Aposteln, mit den Jüngern, da sehen wir, dass Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten ineinander spielen. When Jesus sent them out two by two, they came back saying, "Lord, in your name we cast out the devils." Und als Jesus sie ausgesandt hatte, kamen sie zurück und sagten, Herr, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. They depended on Jesus and wonderful things were happening before their eyes. Sie waren abhängig von Jesus und vor ihren Augen geschahen wunderbare Dinge. And probably Peter was the leader of this team and he was probably the most outspoken among the 12 and all the 72 in saying what happened when we depended on God. Und Petrus war ihr Leiter, ihr Führer, und er war wahrscheinlich derjenige, der alles das ausgesprochen hat, was vor ihren Augen geschehen war an Wundern und Heilungen, als sie im Namen Jesu predigten. But the word of God also tells us, fortunately for us, aber das Wort Gottes sagt uns leider auch, this is the reality. Das ist die Wirklichkeit. Our life is one of dependence and independence. In unserem Leben gibt es Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten. I'm reading John chapter 21 verse 3. Und dazu lesen wir jetzt mal Johannes 21 Vers 3. After the passion and death of Jesus and after the resurrection, after his apparition. Also nach dem Tod und Leiden und Auferstehung Jesu und nach seinen Erscheinungen. It so happens that Peter is not convinced. Da geschieht es, dass Petrus immer noch nicht wirklich überzeugt ist. And probably he sends the feelings of all his friends. Und vielleicht verkörpert er die Gefühle aller seiner Freunde. And he said a word of independence. Und er sagt ein Wort der Unabhängigkeit. Jesus had told him, "Leave the nets and follow me." Jesus hatte zu ihm gesagt, lass deine Netze liegen und folge mir nach. And here we see Peter saying, let us go back to the boats and the nets. Und jetzt hier im 21. Kapitel bei Johannes sehen wir, dass Petrus sagt, lass uns zu unseren Netzen zurückkehren. I'm reading verse 3. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Also wir lesen Johannes 21,3. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Und sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. A story of desperation and frustration. Eine Geschichte der Enttäuschung und der Frustration. The reason for this desperation is because of the declaration of independence. Also, und der Grund für diese Enttäuschung ist eben, sie wollen ihre Unabhängigkeit. Peter says, I will go back to what I like to do. Petrus sagt, ich gehe zu dem zurück, was ich tun wollte. Not only he declared independence, he managed to get through his leadership all the others to go along with him. Und nicht nur, dass er das für sich sagte, sondern durch seine Führungsposition hat er die anderen alle mitgenommen in diese Unabhängigkeit hinein. Sometimes negativity spreads faster than positivity. Manchmal ist es so, dass die negativen Dinge sich schneller verbreiten als die positiven. When Thomas said, "Let us go and die with him," there was no response. Als Thomas gesagt hat, lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben, da gaben sie keine Antwort. The disciples kept silent. Da blieben die Apostel still. But Peter says, "Let's go fishing." They said, "We will go with you." Aber als Petrus sagte, lasst uns wieder fischen gehen, da sagten sie, ja, wir kommen auch mit. Negativity has a better resonance, looks like. Also die negativen Dinge ziehen manchmal mehr an. And at this time, we know the rest of the story, they caught nothing and Jesus in his mercy appears to them and then the miracle of the fish. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, dass sie erst nichts gefangen haben, dass Jesus ihnen dann erscheint und sie eine Menge Fische bekommen. And when Peter has converted and when Jesus enters into the responsibility of the church,
Und als Petrus sich dann bekehrt hat und Jesus ihn eingesetzt hat als den Fels der Kirche, the question that Jesus asked him is about love. Dann stellt Jesus ihm eben diese Frage nach seiner Liebe. In other words, love is simply dependence. Also das heißt, die Liebe ist eben auch abhängig. We can say, Peter, do you love me? You can also say, Peter, do you depend on me? Wenn er sagt, Petrus, liebst du mich, könnte er genauso sagen, Petrus, willst du abhängig sein von mir? And once that is clarified, und wenn das geklärt ist, Jesus gives him the responsibility, feed my sheep and feed my lambs, etc. Danach gab Jesus ihm eben die Auftrag, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. This dependence on God also leads us, diese Abhängigkeit von Gott, die führt uns auch dahin, to mutual dependence. To mutual dependence on others. Also das mutual depending on others. Dass others. Wir auch von anderen abhängig sein können. Because sometimes dependence on God can also make us proud. Also manchmal kann uns auch die Abhängigkeit von Gott stolz machen. God has told me, I don't bother about you. God has told me, the Holy Spirit has inspired me. I will do what I want. So in der Art und Weise, dass ich sage, Gott hat mir das gesagt. Was kümmerst du mich? Gott hat mich gerufen. Was soll ich mich um dir Sorgen machen? This also can be a temptation. Also das kann auch eine Versuchung sein. And therefore Jesus told Peter also to depend on others. Und deswegen hat Jesus zu Petrus gesagt, sich auch abhängig zu machen von den anderen, also weide meine Lämmer, weide meine Schafe. John 21:18 I'm reading. Very truly I tell you, when you were younger, you used to fasten your own belt and to go wherever you wish. But when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will fasten a belt around you and take you where you do not wish to go. Lesen wir zu dieser Abhängigkeit von anderen, Vers 18. Amen, Amen, das sage ich dir, sagt Jesus zu Petrus. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. So in other words, Jesus wants Peter to depend on him by making him practice depending on others. Also, das heißt praktisch, dass Jesus von Petrus wollte, dass er sich abhängig macht von Jesus und dem praktischen Leben, dass er abhängig ist auch von den anderen. Remember the teaching of Saint John, if you do not love the neighbor whom you see, you cannot love God. Oder im ersten Johannesbrief lesen wir, wenn du nicht deinen Nächsten liebst, den du siehst, wie kannst du dann Gott lieben? In the same way, if you don't learn to depend on each other, on in the family, in the community, you don't think of depending on God. Also, andersrum gesagt, wenn ihr euch nicht abhängig macht in der Gemeinschaft voneinander, wie könnt ihr euch dann abhängig machen von Gott? Probably this is what Pope Francis also meant when he gave the word, coined the word clericalism. Clericalism. He said, the sin of the church or church leaders is being too proud. Ah, okay. Clerical. Okay. Das meinte Papst Franziskus wahrscheinlich auch, wenn er vom Klerikalismus spricht. In other words, church people, priests, even church people, church leaders, we think that we belong to God and no one can tell us anything. Also das meint, dass die Priester oder die Verantwortlichen in der Kirche, dass sie denken, wir gehören zu Gott, wir sind von Gott abhängig, aber niemand anders hat uns etwas zu sagen. Sometimes we think we have direct relationship with God and therefore all other conversations mean nothing to us. Also manchmal denken wir, wir haben direkte Verbindung zu Gott und alle anderen Unterhaltungen und Beziehungen in der Kirche, die betreffen uns nicht. But Jesus told Peter that you will be taken to places by others. You depend on them. Und Jesus hat aber jetzt zu Petrus gesagt, es jemand anders wird dich gürten und wird dich dahin führen, wo du vielleicht nicht hin willst. And therefore depending on others and the community is a greater value. Und deswegen ist die Abhängigkeit von der Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft ein noch größerer Schatz. And this attitude will always make me sure that I'm depending on God.
Und diese Eigenschaft gibt mir die Sicherheit, dass ich wirklich von Gott abhängig bin. So I depend on God by depending on others. Also ich bin von Gott abhängig, indem ich mich abhängig mache von den anderen. I grow in my dependence on God by growing in my dependence on rightful authority. Und deswegen wachse ich in meiner Abhängigkeit zu Gott, wenn ich wachse in der Abhängigkeit und dem Dienst in der Gemeinschaft. I remember Pope Francis giving an instruction to young seminarians. Ich erinnere mich, dass Papst Franziskus eine Einführung gegeben hat für Seminaristen. He told them that in your priestly formation, you must also form yourself in such a way. Und er sagte, in eurer priesterlichen Ausbildung müsst ihr euch selbst bilden in dieser Art und Weise. Not only to depend on your religious superiors like the bishops or others. Dass ihr euch nicht nur abhängig macht von eurem religiösen Führern, also von eurem Bischof und geistlichen Begleitern. But you also need to depend on lay people. Ihr sollt auch hören und euch abhängig machen von den Laien. If a priest does not learn to depend also on lay people placed over him. Also wenn dein Priester nicht lernt, sich abhängig zu machen und zu hören auf die Laien, die ihm, mit ihm zu tun haben, die vor ihm sitzen, he is in a grave temptation of clericalism. Dann ist er in einer großen Versuchung des Klerikalismus. He is in a great temptation to be outside the circle of discernment. Dann bewegt er sich außerhalb des Kreises. Discernment. Discernment. Interpreting God's will through the situations of life. Okay, dass er nicht im täglichen Leben im Willen Gottes ist. So in other words, depending on God also would demand us, whatever be the state of life, be a priest, be a bishop, be a leader, be a spiritual guide, also to depend on others. Also abhängig zu sein von Gott heißt eben dann auch ganz praktisch in unserem Leben, egal ob wir Leiter, geistliche Begleiter oder sonst irgendwas sind, dass wir uns immer auch abhängig machen und im Dienst mit den anderen sind. And Jesus is our greatest example. Dafür ist Jesus unser bestes Beispiel. He always depended on the words the Father will tell him. Er hat sich immer abhängig gemacht und gehört auf die Worte, die der Vater ihm gesagt hat. We heard in Isaiah chapter 50, which was proclaimed to us, that I am like a disciple. Und wir haben das in Jesaja 50 gehört. Ich bin vor dem Herrn wie ein Jünger. And my father, my master opens my ears. Jeden Morgen weckt der Herr mein Ohr wie bei einem Jünger. I listen to whatever he says to me. Und ich höre auf das, was er mir sagt. And Jesus said, the words I have heard from my father, I give to you. Und Jesus sagt, das, was ich von meinem Vater gehört habe, das sage ich euch. So becoming depending on God or becoming like children is an ongoing process. Also Kinder Gottes zu werden ist ein Prozess, der immer andauert. And therefore we continue to be enriched by God's word so that we can grow in this dependence. Und deswegen brauchen wir es immer wieder, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir es aufnehmen, um in der Abhängigkeit, in dieser Beziehung zu bleiben. Just let's take one word and we will conclude because we need to go for our mass. Also nehmen wir nur noch ein Wort und dann werden wir hier abschließen, weil wir uns dann auf den Weg zur Heiligen Messe machen. The book of Deuteronomy, chapter 32, verse 6. Nehmen wir das Buch Deuteronomium. Chapter 32, verse 6. Kapitel 32, Vers 6. Where the Lord is reminding us that he is our Father and therefore we need to depend on him. This is a word that will come there. Also der erinnert uns Gott daran, dass er unser Vater ist und dass wir von ihm abhängig sind. I read from my English text, do you thus repay the Lord, O foolish and senseless people? Is not he, God, your Father? Who created you, who made you, and you established you. Da heißt es, ist das euer Dank an den Herrn, du dummes, verblendetes Volk? Ist er nicht dein Vater, dein Schöpfer? Hat er dich nicht geformt und hingestellt? So the word of God gives us three reasons why we must depend on God.
Also hier werden drei Gründe genannt, warum wir uns immer auf Gott beziehen, von ihm abhängig sind. First of all, he is our father. Also zunächst einmal sagt er ist unser Vater. Secondly, he is our creator. Das zweite ist, ist unser Schöpfer. And thirdly, he is the one who establishes us, or he is the one who provides for us. Also und das dritte ist, ist derjenige, der uns ins Leben stellt, der sich um uns kümmert. Or as St. Paul would summarize, in him we live and have our being. Und Paulus fasst es zusammen, indem sagt, in ihm sind wir, in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns. So let's conclude this morning meditation by depending on God, and God wants that he be recognized as a father, and God gives us his spirit so that we can cry out again and again in total dependence, in total freedom, in total joy. Und lasst uns abschließen mit diesem Gedanken, dass wir wirklich von Gott abhängig sind und dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen und dass wir dadurch in die völlige Freiheit und in die völlige Freude kommen. The word of God that we have received, these words would help us to give that spirit of dependence. Und diese Worte Gottes, die wir heute gehört haben, helfen uns, dass wir in diesen Geist der Abhängigkeit kommen. It will make us more and more like children. Und das lässt uns mehr und mehr zu Kindern werden. More and more believers. Mehr und mehr zu Gläubigen. Because as the word of God promises, it is only to those who believe. Und so wie es das Wort Gottes uns sagt. Only to those who accept. Es ist für die, die an mich glauben, die es annehmen. Are given this gift of being a child. Zu denen wird das Geschenk des Kindseins gegeben. We conclude with John chapter 1 verse 12. Gospel of John chapter 1 verse 12. Das steht geschrieben im Johannesevangelium 1. Kapitel Vers 12. But to all who received him, who believes in his name, he gave power to become the children of God. Denen, die ihn aufnahmen, gab Macht, Kinder Gottes zu werden. Can we repeat this word? Allen, die ihn aufnahmen, gab Macht, Kinder Gottes zu werden. Könnt ihr das wiederholen? Allen, die ihn aufnahmen, gab Macht, Kinder Gottes zu werden. Once again? Noch einmal? Allen, die ihn aufnahmen, gab Macht, Kinder Gottes zu werden. Can we stand up and proclaim it louder and with more conviction? Können wir es noch einmal aufstehen und es nochmal mit größerer Überzeugung wiederholen? Allen, die ihn aufnahmen, gab Macht, Kinder Gottes zu werden. Halleluja. 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 Amen. And conclude with a song of worship. Any sort of